Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video von mir. Am heutigen Sonntag bin ich in Rothenburg unterwegs und zeige euch heute die weniger bekannten Ecken in Rothenburg. Und ich beginne meine Tour an dem Spitalturm und laufe vor zum Marktplatz. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dem Video. Hier am Turm kann man die historische Wehranlage betreten, die fast bis ganz rum um die Stadt reicht. Aber das habe ich schon vor 2 oder 3 Jahren mal gemacht. Damit fangen wir heute nicht an. Hier auf der linken Seite sind ein paar kleinere Wohnhäuser. Hier im Spitalhof, hier ist dann das Seniorenheim. Dieser Abschnitt ist eher eine typische Wohngegend, bevor dann hinter dem Turm, der schon am Ende der Straße zu sehen ist, dann die Gewerbeeinheiten und die Läden beginnen. Hier oben ist dann ein Teil der Wehranlage zu sehen. Je nachdem, wie viele finanzielle Möglichkeiten die Bewohner hier haben, sind die Häuser mehr oder weniger gut gepflegt. Aber das ist ja überall so. Auf der rechten Seite ein altes Wohnhaus mit Lagerfläche unter dem Dach. Auch hier sind schon noch ein paar Cafés. Boutique Hotel Goldene Rose.
Einige Sachen scheinen auch geschlossen zu sein. Was ich vor uns schon festgestellt habe, es gibt überall Personalmangel. In dem Café, wo ich vorhin saß, musste man sich die Sachen per Selbstbedienung abholen. Obwohl dann letztlich jemand kam und die Sachen an den Tisch brachte. Also das ist ein sehr komisches System. Wenn schon jemand an den Tisch kommt, dann könnte man ja auch gleich die Bestellung entgegennehmen. Ich meine, das sind 5 Minuten mehr. Also irgendwie der Sinn dieser Sache nicht ganz ersichtlich. Am Turm hier ist die Uhrzeit zu sehen, es ist gerade mal 4:30. Also noch früh am Tag. Auch hier an dem Haus der Landwehr Preu vorbei sieht man auch wieder ein Stück von der alten Stadtbefestigung. Idyllisch gelegener Biergarten. Deswegen, ihr Mädchen, das ist eine reiche Familie gekommen. Pass auf, gibt es schon einen Hund, eine Katzendame und 2 Hasen. Gucken, das ist 5. Jetzt gehe ich durch den Siebert-Dor-Turm. Hier wieder ein paar Kaffees und Konditoreien. China-Restaurant. Das blaue Haus, Gasthof Glocke. Städtischer Brunnen, genau an der Weggabelung. Gehen wir schnell noch mal da runter. Das ist dann der Kobalzeller-Steg oder Steig. Hier unten befindet sich dann ebenfalls noch ein Stadtturm. Hier ist dann die Unterseite vom Brunnen. Gegenüber die Büchertruhe. Rechts an dieser Weihnachtsladen.
Hier geht es dann zur Wengengasse hochwärts. Ein Hut- und Schirmladen kann herholen. Hier kommt ein weiterer Stadtbrunnen ins Bild. Auch hier wieder Gastronomie im alten Stadtgraben. Bäckerei Strissler. Die berühmten Schneebälle in allen möglichen Ausführungen. Bin ich in der oberen Schmiedgasse. Hier sind natürlich schon sehr viel mehr Leute unterwegs, aber von Überlaufen kann natürlich noch nicht die Rede sein. Die berühmte Waffenkammer, sehr schöner Laden, existiert auch noch. Ich war ja, glaube ich, schon fast ein Jahr nicht mehr hier. Schweizer Taschenmesser. Zahlreichen Varianten. Komm, mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto. Hier am Ausgang der Straße findet sich dann das Baumeisterhaus. Jahreszahl 1596 über der Tür. Hier am Marktplatz dann der große Stadtbrunnen. Nostalgietor. Das muss ich unbedingt mal mitmachen. Mal was Ungewöhnliches in dieser Stadt.
Hier sieht man dann das historische Gewölbe mit Staatsverlies im Folterkeller. Sehr romantisch. Der Laden ist Christkindlesmarkt mit Schnitzereien und allerlei Geschenken, Ideen zu Weihnachten. Rechts das Hotel Eisenhut, Restaurant, Kaffee und Terrasse. Erstreckt sich im Grunde über drei Gebäude. Krebsgästchen. Auch in dieser Straße ein großer Brunnen. In alle paar hundert Meter ein Stadtbrunnen zu sehen ist, muss die Stadt schon im Mittelalter schon relativ reich gewesen sein. Hier ein interessantes Schild an diesem Haus. Hier nahm 1450 der römische König Ferdinand sowie 1546 Kaiser Karl der V. Quartier. Kunstgewerblich beachtenswerte Metallarbeiten. Bilderladen mit Rotenburg-Motiven. Hier in diesem Bereich werden die Häuser dann schon wieder etwas einfacher. Galerie der Burgtorladen.
ist aber leider Geschichte. Die Weinstube zum Pulverer. Dann ist das wohl hier der Hochtorturm, Bauzeit 1460 bis 1470. So, meine lieben Zuschauer, ich bin jetzt hier an den kleinen, der kleinen Parkanlage, an den Wehranlagen angekommen und möchte für heute das kleine Video beenden. Ich hoffe, es hat euch ein paar Informationen gegeben und Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like da und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere spannende Videos zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.